Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir sind hier immer noch bei Temperance, stecken hier irgendwie noch ein bisschen fest. Aber immerhin haben wir hier 7 Titanenbarren gesammelt. Das hier muss ja noch unten aufladen. Irgendwo hier war das ja. Ja, ist immer noch dabei aufzuladen. Da müssen wir wieder voll kriegen. Hier haben wir wieder Palmblätter. Planken. Planken brauchen wir nicht mehr. Es sind so viele Planken, die wir haben. Das ist so voll. Wir können damit nichts anfangen. Plastik fehlt uns auf jeden Fall. Wir brauchen 30 Kunststoff. 30. Und wieder 3 Titanenbarren. Da müssten wir eigentlich mal schauen, wo hatten wir noch viel Titanenbarren gehabt. Gab es ja noch irgendwo eins. Ein Gebiet, wo auch viel gab's. Welcher war denn das? Varuna Point, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 0. Weiß ich nicht, aber da ist auch jetzt erstmal keine Batterie mehr drin. Könnten aber auch zur nächstgelegenen Insel mal hinfahren. So, die Honigwaben nehmen wir mal raus. So, wo hatten wir Honig? Hier hatten wir Honig. Das Honig und Glas können wir... Wir können das hier eigentlich auch mal trennen. So. Dass wir eine Truhe nur für Scharniere haben, eins für Bolzen, eins für das andere und so weiter. Und hier lassen wir mal die Nägel dann drin. Dann haben wir eine Kiste nur für Nägel. Hier haben wir Farben. Machen wir so. So. Und hier Glas. Hier haben wir Farbe. Hier haben wir noch nichts. Hier haben wir noch nichts. Noch nichts, noch nichts. Wir haben noch zu viele leere Kisten, die wir noch irgendwie umsortieren dürfen. Hier kommen ja Plastik, Schrott. Hier die mit Erze, hier Nägel. Die Dinger. Die könnten eigentlich. Oder warte mal. Wo haben wir hier nochmal nassen Ziegel? Hier ein nasser Ziegel. So, machen wir nochmal die 14 nassen Ziegel oben trocken. Machen wir wieder hier. So. Lassen wir die hier mal trocknen. Dauert dann halt ein bisschen noch, aber... Und, wie sieht es bei denen aus? Hier haben wir wieder Eier. Achso, hier. Ja, wenigstens brauchen wir da jetzt uns nicht mehr so viel zu kümmern. Wird alles automatisch gegossen. Ein Hütchen brauchen wir noch. So. Und schmeißen das mal hier rein. Jetzt müssen wir aber Plastik sammeln. So, 30 mal Plastik brauchen wir insgesamt. Jetzt haben wir nur einen. So, okay. Ah ne, warte, wollten wir hier reinpacken. Jetzt haben wir das da reingetan. Verdammt. Hier Honig. Was, wenn wir den hier jetzt so machen? Den können wir ja wegschmeißen. Dann in dem Sinne. Brauchen wir ja nicht mehr. Tschüss. Dann brauchen wir aber stattdessen die Rohre, wofür wir wieder Schrott brauchen. Ja, das eine Biokraftstoff können wir unten auch schon mal einfüllen.
So, dann brauchen wir dafür erstmal die Axt. Da. Nee, falscher Raum. Da wir das Ding hier haben. Genau. Ja, jetzt erstmal überlegen, wie machen wir das dann hier? Viel zu viel Plastik. Nicht Plastik, sondern viel zu viel Planken. So. Ich hoffe, das wird reichen. Was wir hier jetzt gebaut haben. Ich glaube, müssen wir anders machen. Erstmal. Ah, okay. Müssen wir wirklich erstmal anders machen. Das heißt, dass wir brauchen jetzt noch einmal kurz den Hammer. Drei Plastik haben wir schon mal. Den Hammer haben wir hier. Und dann nee, das wollen wir. Ah, okay, warte. Dann brauchen wir das hier auch noch. Müssen wir jetzt tatsächlich Nägel bauen. Ja, wir brauchen Nägel. So, Nägel haben wir ja hier. Machen wir 6 für den Anfang. So, das können wir dann hier machen. Und dann ja, warte, da war es doch. Genau. Ja. Hier kann dann nicht. So, dann nehmen wir den hier wieder raus. Den hier auch. So. Ja, passt doch so. Kommen wir noch an die Batterie hier ran. Ah, da war's. Ja. Gut, dann können wir das da wieder abreißen. Genau, wir brauchen dafür die Axt wieder. So, wo haben wir es? Hier. Und das hier. Ich habe das Gefühl, wir knallen da gerade gegen irgendwas. Ja, eine andere Insel. Müssen wir jetzt uns hier irgendwie durchmanövrieren? Müssen uns so manövrieren. Damit ich hier rauskomme. Und dann hier gleich links rum raus. Jetzt am besten.
glaube. Ne, das ist nicht Temperance. So, die sind fertig. Ja, wir stoßen wieder dagegen, natürlich. Können wir jetzt unten noch mal gucken. So, rohe Kartoffeln platzieren. Ja. Können wir hier auch noch die Dinge alle da mal reinballern, was wir übrig haben, was wir nicht brauchen. Benötigt Rohkost. Ja, da haben wir Rohkost. So, das hier nochmal. Ah, das ist schon voll. Okay. Ich glaube, wir machen da erst einmal lieber Honig rein. Zum Beispiel Honig hatten wir ja da. So, hier. Hier haben wir nur Bienengläser. Die packen wir mal woanders hin. Hier Honig. Ja, machen wir mal so. Jetzt stellt er her. Können wir jetzt die Axt wieder zurückpacken. So, Holz haben wir voll, Palmblätter haben wir voll, hier Plastik, Rott, Nägel. Hier haben wir nichts. Wir haben Seile noch. Und jetzt haben wir Durst. Oh, wir sind raus. Gut. Können wir Motor wieder ausschalten. Und wieder in die Strömung rein. So, ein bisschen noch. Ja. Dann sind wir halt da wieder raus. Die sind hoffentlich hier glücklich jetzt. So, was genau für Honig bräuchten wir? Honigwaben und Glas. Honigwaben hatten wir hier. Ich glaube, dann nehme ich lieber Glas. Wo hatten wir die hingetan? Hier. Ja, machen wir mal so. Und die Waben waren hier. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir jetzt 8 Honig. Produziert er das schon mal erstmal wieder? Die Farbe ist auch schon mal fertig. Und das Ding ist voll nice. Das heißt, wir können den jetzt. Hat er eine Batterie? Braucht er eine Batterie? Der braucht keine Batterie, das ist gut. Packen wir den hier hin. So, sonst haben wir hier nichts mehr, was wir brauchen, ne? Doch, die Farbe. Die Farbe war ja hier. Ziegel waren hier. Aber wieder 18 immerhin. So, was bräuchten wir eigentlich für einen Bienenstock? Hier Bienenstock. Planke, Kunststoff, Ton, Scharnier, Bienenglas. Da haben wir nicht genug. So, hier haben wir nichts. Dann packen wir hier die Bienengläser hin. Und hier drunter
Ne, Honigpackung. Doch, hier drunter packen wir den Honig. Honig essen wir ja nicht. So, Pinsel. Haben wir hier. Dann können wir oben weitermachen. Hier war das aber... Das war das Falsche. Genau, oben war das ja mit Sekundärfarbe und so weiter. Hier. Sobald wir das, diese drei fertig haben... Ne, wie war denn das? War das so? Ne, das muss andersrum sein. So. Jo, was Farbe angeht, sind wir durch. Beziehungsweise hier drinnen können wir mal schauen, ob wir noch was färben können. Ne, das würde ich andersrum machen wollen. So. Das auch. Das auch. Das auch. Ja. Und dann den Rest können wir eigentlich vielleicht sogar so färben. Ja, okay. Schwarze Farbe fehlt uns so oder so dafür. Aber gut. Im Grunde Farben fertig, Farben durch. Brauchen wir nichts mehr. Pinsel wieder hier rein. Und Farben wieder hier rein. Ah, nice, die sind durch. Perfekt. Das heißt, die Barren wieder hier rein. Die können hier. Und wieder eingeschmolzen werden. So, ich hoffe, wir haben jetzt sehr viel Plastik. 10 Plastik haben wir jetzt. Fehlen noch 20. Den Rest können wir hier auch wieder einlagern. So, und Seil. Benötigt wieder Rohkost. Ja, packen wir die Dinger hier nach rein. Nein, nicht essen! Jetzt habe ich eine Banane aus Versehen gegessen. Ach komm, den Raft schnappen wir uns. Nein, Bruce. Bruce. Böser Bruce. Und so. Dann haben wir das. Ja, komm hoch. Ich will hier hoch. Hör auf zu sinken. Okay, einen Stein haben wir gesammelt, immerhin. Schaffe ich das? So. Ah, warte, hier war Plastik. Kunststoff? Ja. Sind wir schon mal bei 11? Davon den Fass, das will ich haben. Was ist mit Bruce? Warum greift er mich nicht an? Hat Bruce keinen Hunger mehr? Ach, da ist er. Jo. Danke, Bruce. So, komm. Ja! Ah, jetzt sind sie alle voll. Hier kommen wir nicht mehr durch. Ey, aber ich bin echt stolz auf den Maschinenraum, den wir hier jetzt geschaffen haben. Eigentlich könnten wir nochmal so zwei davon machen. Einmal dahin, einmal dahin.
Damit wir richtig was hier. Da brauchen wir nur Kunststoff, Bolzen und Schrott. Aber. Ja, Nico hat wieder ein Ei gelegt. Ah, ne, Nägel haben wir nicht. Haben wir ja umgestellt. Hier. Hier war Seil. Digga, wir haben jetzt schon 63 wieder unnötig auf Tasche. Ach, Steine. Von Holz. So. Ah, hier. Hier füllt er sich auf. Boah, aber wenn wir das hier haben, dann brauchen wir eigentlich da hinten nicht mehr das Lager für den Biokraftstoff. Klar können wir das noch da reinpacken. Damit wir auch ein bisschen so noch auf Vorrat haben. Können wir den jetzt hier reinpacken? Nee. Benötigt Honig. Wo hatten wir Honig hingetan? Hier. Tauschen wir mal so. Okay, dann können wir Honig hier wieder einlagern. Die Bolzen hier rein. Hierfür haben wir nichts. Hierfür haben wir nichts. Genau, Metall haben. Nein, falsch. Hier. Bitte sag mir, dass wir jetzt Plastik haben. Ja, ein bisschen. 17 haben wir schon. Fehlen noch 13. Mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. So, und hier ist auch schon wieder soweit. Ne, hier war das. Schrott. Was soll ich mit so viel Holz? Hier können wir auch erstmal nichts reinpacken. Ui, da hat das Spiel gehauen. Eben ganz kurz. Ja, im Grunde können wir wirklich hier die Wand einreißen und das hier zu einer neuen Wand machen. Ich glaube, macht sonst ansonsten gar keinen Sinn. Dann warte ich eben ab, bis das da fertig geschmolzen ist. So, hier haben wir die Axt und den Hammer. Dann machen wir die Tür weg und die Wände. Und hier eine neue Wand. Die wir dann eigentlich auch schwarz färben müssen. So, der kann hier rein. Der kann hier rein. Den können wir einmal kurz hier hinnehmen. Wofür wir keine schwarze Farbe haben. So. Das wird reichen für die eine Wand. Dass wir die umfärben einmal. Boah, aber ich bin echt stolz, was wir hier draus geschaffen haben. Und wir wollen das hier noch fertig haben, deswegen wird das Let's Play hier noch ein bisschen dauern. Noch ein, zwei Aufnahmesessions. Ich hatte eigentlich gesagt gehabt, ich mache das, oh warte, genau, Metall hier rein. Ich hatte gesagt gehabt, so ich mache das nur noch, drei Aufnahmesessions, glaube ich. So, den packen wir mal nach da vorne hin. So, passt. Und dann kann der hier hin. Können wir den hier auch nochmal umpacken.
Gitter hier. Das ist unser Maschinenraum. Zweiter Maschinenraum. Fertigungsraum. So, schwarze Farbe. Müsste jetzt fertig sein unten. Ja. Nice. Den können wir nicht färben. Den können wir nicht färben. Den können wir nicht färben. Okay, dann haben wir Farbe durch. Ah ja, genau, die Truhen können wir noch färben. Aber lassen wir mal. So, Pinsel wieder hier rein. Ist alles sortiert. Boah, ich habe jetzt gerade einen Voice Crack. Sorry. So. Die können hier rein. Und ich hoffe, wir haben jetzt genug Plastik. Nee, haben wir nicht. So, dann können wir die Planken vielleicht hier reinmachen. Jetzt. 20. 40. 60. Planken können da rein. Und hier ist fertig. So. Die machen wir mal so. Und wir haben Hunger. So, was können wir essen? Wir haben so viele Rüben, die wir nicht brauchen. Gönnen wir uns die hier mal. Ich würde sagen, aber in der nächsten Folge gehen wir mal auf die Insel. Schauen, ob wir hier noch ein Hühnchen finden. Und ja, vielleicht auch noch ein bisschen Titanerz, damit wir hier ein bisschen vorankommen. Dreck auch, weil wir hier trotzdem die Wiese haben wollen. Und ja, dann wird dieses Let's Play vielleicht doch noch ein bisschen länger dauern. Story zwar durch, aber immerhin. Ach, Puffer, genau, Puffer hießen die. Bruce? Ate my potato. Ja, was Potatoes angeht. Haben wir hier Federn jetzt? Ja, wir haben wieder Federn. So, können wir eben noch einlagern. Federn war hier. Was sagt das Ding jetzt? Wie voll ist das? Benötigt wieder Honig, benötigt wieder Rohkost. Zählt das hier auch als Rohkost? Nee. Schade. Also, wahrscheinlich ist das da auch jetzt fest. Ja. So, dann haben wir die zumindest durch. So viel Metall haben wir jetzt wieder. Können wir Plastik auch erstmal wieder hier einlagern. Planken immer noch voll. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den ganzen Planken hier machen soll, anfangen soll. So, das ist voll. Das ist voll. Wieder ein Ei. Eben noch mal kurz einlagern. So, das auch noch rein. So. Davon und davon brauchen wir noch eine bessere Variante. Gab's hier doch. Hier den Grill. Und den Entsafter. Von mir Grundnahrungsmittel zu fantastischen Getränken und Topf. Also im Grunde brauche ich das hier nicht, sondern das, oder wie? Ne, Topf brauche ich schon. Zum Kochen.
Ja, okay, aber Elektrogrill gönnen wir uns auch noch auf jeden Fall. Oder warte, wir können ja eben noch schnell die Dinger hier machen. Ganz, ganz schnell. Gönnen wir noch ein paar. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube, drei reichen. Erstmal. Dann überziehen wir die Folge noch mal ein kleines bisschen. Packen das hier hin. Hier. Und hier. Ja, dann bräuchten wir nur noch hier und hier noch so Bienenstöcker. Aber dann können wir eigentlich auch... Wir haben keine rohen Kartoffeln mehr, ne? Oder Rüben. Schade, ich hätte die jetzt da alle eingepflanzt. Für da hinten. Dass wir hier dann regelmäßig Rohkost haben. Ja, was machen wir dann? Außer die Planken hier jetzt erstmal wieder nehmen. Aber dafür haben wir hier jetzt wieder ein bisschen Platz. So. Genau. Wir brauchen Waffe, Axt. Eine Axt eigentlich nicht mehr. Waffe eigentlich. Wegen Heribert. Schaufel. Und das Ding. Und das war's da. Ah ja, und dann noch eine Bäreninsel brauchen wir demnächst. Damit wir noch ein paar Bienenstöcker bauen können. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!